Wie kannst du als Heilpraktiker für Psychotherapie, als Hypnosetherapeut mindestens 5 bis 10 Klienten pro Monat bekommen? Ich arbeite schon lange mit diesem System und ich kann euch zeigen auf meinen Kalender, August. Ihr müsst wissen, ich arbeite in der Praxis nur Dienstag und Mittwoch, weil ich nicht in Berlin wohne. Die anderen Tage mache ich eben Videos und Coaching und so weiter. So, ihr seht es eben, also ich habe praktisch jede Woche, ja, Dienstag und Mittwoch zum Beispiel, ja, insgesamt 9 Termine. Die Woche danach 9 Termine. Ja, wie war das im Juli? Im Juli war ich auch in Urlaub, da hatte ich auch Termine. Hier sind zum Beispiel 2 Zoom-Calls. Hier sind 6 Termine am Dienstag. Ich kann kaum lesen, ohne Brille. Dann 6 Termine am Mittwoch und so weiter und so fort. Und dann nach dem Urlaub hatte ich gleich Termine. Wie war das im Juni? Könnt ihr sehen. Wie war das im Mai? Könnt ihr sehen. Genau, wie ist das im September, nächsten Monat, alles voll, Oktober, auch noch Termine und so weiter, November fängt ein bisschen weniger an zu werden. Es klingt einerseits nicht so viel, 5 oder 10 Klienten, aber es ist für die meisten Heilpraktiker und Coaches, die ich kenne, die, ja, die gerade die Prüfung absolviert haben, für Heilpraktiker, für Psychotherapie oder für manche, die auch schon länger die Praxis haben, schon eine schwierige Aufgabe, so viele Menschen zu finden. Eigentlich gibt es nur eine wichtige Sache, die du schaffen sollst. Das ist Vertrauen aufbauen. Wenn du Vertrauen aufbaust, dann bekommst du deine Klienten. Und wie schaffst du dieses Vertrauen aufzubauen? Es ist irgendwo klar, dass man allein durch eine Website und dann vielleicht eine Anzeige, keine Ahnung, Facebook Ads oder Google Ads, nicht genug Vertrauen aufbauen kannst, weil die Menschen wissen gar nicht, wer du bist, was du tust, warum du das tust, was bist du für ein Mensch, wie redest du? Ja, okay, man kann natürlich sagen, ja toll, dann mache ich jetzt hier jeden Tag 10.000 Videos, aber trotzdem kommen die Leute nicht. Ja, irgendwas muss man da anders machen. So, was du brauchst, ist eine Struktur, die dir hilft, deine Zielgruppe, deine Kunden, deine potenziellen Klienten anzusprechen, klar zu machen, wer du bist, um dann eben den Effekt haben, dass mindestens 5 bis 10 Klienten pro Monat, Minimum, das ist die Basis sozusagen, zu dir kommen, weil sie wirklich Vertrauen haben in dem, was du sagst. Ich habe es auch erlebt, ich habe auch Angebote gehabt, Gutscheine, dies und jenes, Dinge, die man so tut. Ja, das sind dann Menschen, die sozusagen zu dir kommen, weil du gerade etwas Günstiges anbietest, aber sie wissen nicht genau, wer du bist und was du machst, die haben vielleicht auch nicht wirklich recherchiert. Wenn jemand aber zum Beispiel auf YouTube oder auf Google etwas sucht, wie Hilfe bei Depression und du hast gerade ein tolles Video über Depression gemacht oder eine Hypnoseaufnahme gemacht oder sonst was, das kommt dann an, wenn die Klienten das fühlen. Und von 1000 Leuten vielleicht, die das anschauen, gibt es eine Person, die sagt, da gehe ich hin. Das Wichtigste ist, dass du, egal was du tust, dass du wirklich aus dem Herzen sprichst. Jedes Video, jede Kleinigkeit, die du postest, versuch so weit wie möglich wirklich du selbst zu sein. Ich weiß, es klingt blöd, aber egal was ich tue es mit Herzen. Das heißt, ich zeige, wer ich bin. So, es bringt nichts, wenn ich jetzt auf Instagram wunderschöne Bilder von mir habe, aber die Menschen spüren nicht, ja, kann dieser Mensch mich auch abholen? Kann er mir helfen? Kann er für mich da sein, wenn ich das brauche? Es ist immer wieder erstaunlich für mich, wenn ich so Klienten bekomme durch zum Beispiel YouTube, weil ich mich wundere, wow, wie offen sie sind zu mir, als ob sie mich schon längst kennen würden. Und dann sagen sie mir aber auch, hey, ich habe dich gehört, ich habe deine Hypnoseaufnahmen gehört oder ich habe das Video gesehen. Und da irgendwas hat mich echt wirklich ein warmes Gefühl gegeben und seitdem wusste ich, wenn ich was brauche, gehe ich zu Mariani. Das kannst du auch genauso erreichen. Das ist keine Magie, das ist auch nicht etwas, was dir richtig viel Geld kostet. Es gibt einfach nur einen Weg, den kann ich dir zeigen. In meiner Hypnoseausbildung zeige ich dir eben nicht nur, was Hypnose ist, wie macht man das, wie setzt man das ein in der Praxis, wie kann man mit Hypnose online arbeiten, sondern ich zeige dir eben auch, wie kannst du 5 bis 10 Klienten pro Monat bekommen, auf eine einfache, aber auch schöne Art Content zu produzieren mit einem gewissen Rhythmus. Melde dich also bei mir für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen zusammen, was hast du schon alles produziert, was funktioniert nicht,
Was willst du sonst wissen, was Hypnose angeht, damit ich überhaupt weiß, wie kann ich dir am besten helfen. Ich freue mich auf dich. Bis bald.